Ich glaube, hier ging es raus. Ja, da war ich aber auch, oder? Ja, das war da, wo ich die Tür gerade geöffnet habe. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich wiege ein bisschen zu viel. Immer noch. Und ich habe keine Magiepunkte mehr. Ich muss also Magie regenerieren. Da. Waren sogar 0,8 Kilo jetzt. So. Raus mit uns. So, und damit hätten wir jetzt aber auch, glaube ich, diese Insel fertig. Ja. Dann würde ich jetzt als nächstes darüber gehen. Und dann hier, von da aus, dann nach der Insel, würde ich dann hier das hier alles erkunden wollen. Und dann hier so, dann da hoch. Und dann, also hier mal das hier erstmal, den Abschnitt. Dann hier den Abschnitt. Dann so links rüber, dann wieder hier hoch. Dann hier die Insel. Und dann hier so mit diesen Inseln anfangen. Erstmal so, 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 so. Und dann hier so. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber jetzt erstmal markieren, zaubern. Ach komm. Du kannst mich mal. Ich mach jetzt nämlich... Ich mache... Ach, ich mache die massive Intervention. Geht nicht, Mist. Brauche ich nochmal Magie wiederherstellen. So, wir sind in Aldrun. Ich dachte, wir würden zu Gnisis kommen. Also wir waren hier näher an Aldrun. Ja, okay. Wieso nicht? Dann reisen wir jetzt von Aldrun aus nach Vivek und dann, also erstmal nach Bamora, dann nach Vivek und dann können wir nach Pelagiat. Vorher wird aber hier ein bisschen gezaubert. Ja, das reicht eigentlich schon. So, Reise nach Balmora. So, dann wieder Gegengift-Skillen. Bewegen kann ich mich leider noch nicht. Kommt aber noch. Unser Mana war fast voll generiert, von fast leer. Und unser Leben war noch fast voll und hat sich irgendwie überhaupt nicht regeneriert. Komisch. Naja. So, jetzt holen wir uns den Dolenfederring. Der reicht nicht. Und mit der Gewalt Liebe. Damit geht's. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Reisen nach Vivek. So, danke. Und jetzt mit göttlichem Eingriff nach Pelagiat. Okay, das geht nicht, aber so geht's. So, ich glaube, ich speichere vorsichtshalber mal hier. Grüße an meinen Freund. Was, die Sachen sind noch alle da? Wirklich?
alles da? Du hast nicht, das ist noch alles da. Cool. Okay, Siegelring der Aundas. Hab hier auch ein paar Sachen. Ring des Nachtauges, Ring des Lichts. Jetzt ist Amulett der Gewalt nie wieder aus. So, der Siegelring, der darf hier hin. Dann Shi'urat Siegelring, den brauchen wir für die Quest. Den behalten wir im Inventar. Ringswinne, das da kann, zack. So, das war Kleidung. Dann Waffen. So, Silberwurfpfeil haben wir hier. Das ist Stahlwurfstern. Silberwurfstern. Okay, den haben wir, glaube ich, da drin. Kann das sein? Ja. Passt. Stahlwurfpfeile haben da Platz. Wären aber die da gewesen. Dann mache ich das so. So, die müssten da aber noch Platz haben. So, Gabe der Gänsehaut behalten wir auch mal. Wir wissen ja nicht, ob wir die irgendwie dem Shi'urat geben müssen. So, dann war's das. Magie dürfte eigentlich auch alles passen. Sonstiges, das wird alles abgelegt. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4. Ich möchte noch ein weiteres Leuchtmittel. Grüße an meinen Freund. Hier eine einzelne Fackel. Perfekt. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Seensteine haben wir zum Ablegen. So, hier Flammenatona. Stader. Oh, der kommt irgendwo. Ich weiß nicht. Der ist das was Besonderes. Geist von Galus Leran. Legen wir den mal hier links hin. Und den da rechts. So, dann. Ich biege ich immer noch zu viel. Immer noch. So, Sturmatron nach. Ogrim. So, erkrankte Ratte. Habe ich hier irgendwo einen Netzspulen oder so? Oder irgendwas mit 1000? Ich glaube, wir haben uns einen Netz gefangen, oder? Da ist einer. Ja, passt. Und dann hier noch Schlammkrabbe, die werden auch verkauft. Okay. Und so. Dann kommen da jetzt 7 Stück weg. 1, 7. Das kommt darüber. Wobei, vielleicht können wir uns noch reparieren. Nein. Okay, das würde dann da reinkommen. Und das kommt so. Die kommen dorthin. Schmiede mal des Gesellen habe ich, glaube ich, hier. Des Lehrlings meine ich. Habe ich hier, genau. Schmiede mal des Meisters sind hier. Passt so. Dann habe ich jetzt hier noch immer noch ein paar Dietriche des Lehrlings. Oh Gott, das sind insgesamt 6. Gibt's doch nicht. Werden nie weniger. Irgendwie habe ich noch Bücher? Nein. Okay, der Rest kommt jetzt dorthin. Halt mal. Ich möchte das alles aufnehmen, damit das möglichst wieder zusammenkommt, gemixt wird. Okay, ich glaube, das war's. So. So, damit, wenn
etwas in den Sack kommt, gleich alles da in den Sack kommt. Und nicht die neuen Sachen, die wir hingelegt haben, sondern auch die alten, die hier lagen. Sieht doch gut aus. Im 28 war Krabbenfleisch auch heftig. Und 134 Knochenmehl schon wieder gehabt. So, ach, ist doch egal. Das kommt jetzt alles schön weg. Na? So. Oh, ich habe plötzlich Lags. Lags sind aber nicht gut. So, passt. Jetzt müssten wir nur noch die niederen Seelensteine wegkriegen. Und das war's dann so ungefähr. Armor und Teile brauchen wir noch. So, Stabpfeile haben wir hier wieder. Die möchte ich aber jetzt noch nicht verbrauchen. Ich möchte jetzt die Chitinpfeile erstmal aufbrauchen. So, 100 Chitinpfeile. Es sind nur noch 1099. Heftig, oder? Nur noch 1099 von was weiß ich. Ich glaube, es waren 1800 oder so. Und wenn die dann, wenn wir die aufgebraucht haben, dann kommen auch wieder die Stahl- und Eisenpfeile dran. Auch noch. Puh. Wir haben auch schon wieder so viel Eisenpfeile. Boah. Und bis wir die aufgebraucht haben, haben wir sicher wieder neue Stahl- und Chitinpfeile und so. Naja, egal. Irgendwann werden es mal weniger. Irgendwann ist alles weg da. So. Jetzt wird aber nochmal gespeichert. Nicht, dass wir das alles nochmal aufräumen müssen. So, und dann gehen wir auch gleich wieder zu den Händlern. Also zu einem Händler. Eure Gesellschaft ist sehr angenehm. Sprecht weiter. Aber zu ihm hier gehen wir. Denn du möchtest doch sicher zumindest einen unserer Seelensteine. Tatsächlich. Er will 419, gibt er dafür, also würde ich jetzt dafür verlangen. Preis nicht gefunden. Naja, ein Seelenstein weniger. Besser als gar keiner weniger. So, Rückkehr. Ach ja, da war ja was. Ein erkrankter Klippenläufer. So, es geht jetzt. Unsere Willenskraft ist schwach. Das geht aber gar nicht. Willenskraft wiederherstellen. Besser. So, irgendjemand hat uns gesehen. Ring. Okay, da passt alles. Da. Erkrankter Klippenläufer mit einer Läuferfeder. So, ich möchte jetzt, wie gesagt, dorthin.
Also müssen wir da drüber. Ich glaube, hier kommen wir besser. Oh, da sind der drauf. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Der ist so perfekt getarnt da hinten. Hat die Taste die ganze Zeit. Hat sogar das Schild auf sich gezaubert. Daedra-Herz und Chitin-Pfeil. So, das müsste jetzt hier hinten sein. Genau. Ich brauche festes Wasser. Also die Idee draus machen irgendwie plötzlich wieder Schaden, finde ich. Hm, was war das? Das ist auf dem Land, auf dem Fest. Ja gut, Fest, da kann man nicht schlecht sagen. Sogar Morrowind selbst, also Mardenfell, die Region hier, soll nur eine Insel auf einem riesigen See sein. Wer war das? Ich glaube, Phil S. war das. Oder war das Josef? Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hat das geschrieben. Naja. Ach man, der haut ab. Na gut. Guck mal, das sind Kakutis. Du bleibst da. Okay. So, ein Kaguti mit einer Kaguti-Haut. Ein Kaguti mit einem Chitin-Pfeil. 91 haben wir. Ein pestkrankes Kaguti mit einer Kaguti-Haut. Das ist ein Lagerfeuer. Waren wir hier schon mal? Klippenläufer. Chitin-Pfeil hat er. Naja, Angelrute gibt's hier. Schüssel, Tasse, aber sonst nichts. Oh, da! Zendusatis. Der mag uns zu 100, wir waren offenbar schon mal hier. Winder, ihr behauptet, in der Reverine zu sein. Ihr handelt wieder die Lehren des Tempels. Der Orden der Wache heißt euch einen Spitzel des Kaisers und Banditen. Doch da ihr dem Orden angehört, sind wir euch einen Gefallen schuldig und eine Warnung. Andere mögen nicht so höflich sein und ziehen vielleicht das Schwert der Rede vor. Ich hoffe, wir haben uns dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben, nicht schon zu viele Feinde gemacht. Was, die Schlimmsten unter uns leben noch lange nach dem Tod weiter und wir bitten unsere gütigen Ahnen, uns vor dem Bösen zu behüten, die wir Geister, Teufel und Dämonen nennen. Ich bin Zendusatis, Mönch und geweihter Lehrer, die man oft einfach Tempel nennt. Das sind die Heiligen, die dürft ihr euch wieder gerne im Pause-Modus durchlesen. Ich mach das nicht. Wer kann sich dem Gesetz und den Steuern des Kaisers entgegenstellen? Seine Hand liegt schwer auf unserem alten Land. Tja. Ihr seid derjenige. Nee, das hatten wir schon, oder? Ja, hatten wir schon, okay. Okay, dann haben wir. Ist das sein Lager und fertig. Wo geht's denn jetzt hier noch weiter?